Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Ländle Talk im Café Bar Restaurant Hubers in Götzis. Heute mit einem ganz prominenten Vorarlberger, Stefan Vögel, der Kabarettist im Land Vorarlberg. Danke, dass du heute hier zu Gast bist. Gern. Stefan, eine Geschichte, die sich entwickelt hat über viele Jahre. Heute bist du das Aushängeschild, wenn man das so sagen kann, im Vorarlberger Kabarett. Wie ist alles entstanden? Mein Gott, wie es meistens passiert, über ein Hobby. Also ich habe eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert, aber habe parallel zum Studium immer schon Theater gespielt und auch selber geschrieben. Und aus dem Hobby wurde es dann einfach ein Beruf und bin ganz glücklich damit, dass ich nicht in einer Bank sitze momentan, in der momentanen Situation. Das ist doch das Schönste, was einem passieren kann, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann. Ja, klar. Andererseits fast alle, die ich in meinem Job kenne, gerade die schreiben, fast alle hatten diesen Weg, dass es aus dem Hobby heraus dann zu einem Brotberuf wird. Dass es zum Brotberuf wurde, sind diverse Gründe mitverantwortlich. Einmal der Riesenerfolg von Grüß Gott. 1, 2, 3 oder 4 Folgen gab es von diesem Theaterstück. 4-mal Grüß Gott im Vorarlberg, dann gab es Schaffer, Schaffer, Hüslebauer über die Vorarlberger Leidenschaft des Hausbaus. Und ja, dann zwei Soloprojekte, wovon ich jetzt eines, Vogelfrei, gerade noch spiele. Ja. Vogelfrei, etwas ganz Spezielles? Für mich war es ganz spannend, zum ersten Mal eine amerikanische Stand-up-Comedy zu machen. Ja? Also der Unterschied ist das, dass man eben sich selber spielt. Also man geht nicht in irgendeiner Rolle auf die Bühne hinaus, sondern man spielt sich selber. Und für den Schauspieler ist das ganz ein anderes Gefühl. Also es braucht viel mehr Mut eigentlich, bis es läuft. Dann ist klar, dann ist man dann auch drin. Aber ganz am Anfang ist es ein ganz neues Gefühl und mit ziemlich Nerven verbunden. Ja. Ja. Was war die Lieblingsrolle von Steffen Vögel? Also eigentlich Vogelfrei. Das, was ich jetzt spiele, das macht am meisten Spaß, weil man natürlich die Leute auch direkt anspricht. Das heißt, es ist eine ziemlich direkte, teilweise etwas harte Form der Comedy, weil man die Leute wirklich direkt angreift auch. Und es kommt natürlich auch was zurück. Aber dieses Wechselspiel macht wahnsinnig Spaß. Vogelfrei im wahrsten Sinne des Wortes. Vogelfrei, war der Titel kommt vom Namen? Natürlich, dieses Wortspiel mit dem Namen Vögel, das war schon ganz bewusst gewählt, aber eben auch diese Aussage, jemand, der vogelfrei ist, ist ja außerhalb des Gesetzes und darf sagen und tun, was er eigentlich will. Und das war der Sinn, dass man die Leute ja ohne Blatt vor dem Mund wirklich auch angreift. Etwas ganz Besonderes an diesem Stück war ja natürlich auch, dass kaum Requisiten verwendet wurden. Ein Mann, ein Mikrofon. Genau, also klassisch Stand-up-Comedy funktioniert eigentlich oder bezieht seinen großen Reiz eigentlich daraus, dass man nur dieses Mikrofon hat. Was anfangs natürlich einem Angst macht, aber wenn es funktioniert, ist es toll, wenn man nichts braucht. Man kommt da mit einem Stuhl hin und einem Mikrofon und füllt einen Abend. Und das ist schön. Der gesamte Trend, wenn man die Comedy anschaut, gibt es ein Vorbild, ein internationales? Mehrere. Es gibt mehrere amerikanische Vorbilder hauptsächlich. Also diese Stand-up-Comedy kommt ja erst in den letzten Jahren zu uns in den deutschsprachigen Raum. In den USA gibt es Dutzende. Also ein Bill Cosby ist ein wunderbarer Stand-up-Comedian, Robin Williams, Richard Pryor. Also da gibt es sicher 10, 15, wo ich sagen würde, die sind wunderbar. Die Schwierigkeit ist, also nicht die Schwierigkeit, aber was man machen muss, man muss seinen eigenen Stil finden, das ist ganz wichtig. Wenn man auf der Stand-Up-Comedy-Bühne nicht sich selber ist, dann funktioniert es nicht. Also die Leute müssen spüren, der ist so, der denkt so und der tickt so. Jetzt kommst du aus einer ganz kleinen Gemeinde, aus Gurtis. Gurtis hat ungefähr 200 Einwohner. Ist Gurtis stolz auf Stefan Vögel? Das hoffe ich. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig für meinen Werdegang war, dass ich aus einem kleinen Dorf komme, weil man in einem kleinen Dorf in 900 Meter Höhe und früher fuhren die Busse nur zweimal am Tag, man lebte also quasi zwanghalber in diesem Dorf. Das heißt, man kam automatisch oder zwangsweise mit allen Schichten immer zusammen, also mit den Gebildeten, mit den weniger Gebildeten. Und in einer Stadt trennt sich das früher. In einer Stadt haben die besseren Leute natürlich ihre Schicht und die etwas einfacheren und die Unterschichten bleiben unter sich. Und in einem Dorf gibt es das nicht. Und das hat den großen Vorteil, dass man einfach die Sprache und die Lebensweise von allen kennenlernt. Ich glaube, das ist ein großer Bonus. Ist der Faktor Neid in so einer kleinen Gemeinde nicht größer wie in einer großen Stadt?
Könnte ich, also ich habe nicht das Gefühl, die Leute, wenn ich sie treffe, dass sie jetzt sonderlich neidisch sind. Also habe ich nicht das Gefühl, ich fahre jetzt auch keinen Rolls-Royce, ich könnte mir keinen leisten, aber ich glaube, die Leute identifizieren sich ziemlich mit dem, was ich mache. Und daher kommt es nicht so auf, als wenn ich jetzt etwas ganz anderes machen würde. Aber die Leute sehen sich in dem, was ich mache, oft. Und ich glaube, das nivelliert das ein bisschen. Jetzt ist Stefan Vögel eine Erfolgsgeschichte in Vorarlberg. Wo soll der Weg hinführen? Naja, ich habe, also die eine Seite ist ja das, was ich selber auf der Bühne spiele. Dann habe ich eigentlich mein zweites Stammbein, das mindestens so groß ist, aber die Leute nicht so kennen. Das sind die Theaterstücke, die ich selber schreibe. Die laufen dann auf deutschen Bühnen. Das heißt, das mache ich mindestens so gerne, nur es ist nicht so bekannt. Auf der Bühne selber, ich möchte jetzt schon ein bisschen rausgehen auch, also wir werden dieses Vogelfrei in einer abgewandelten Form und in anderer Form auch in Wien machen und ein bisschen in Deutschland und dann schauen wir, was da rauskommt. Wie funktioniert das mit dem Dialekt in Wien? Ich werde natürlich schon Hochdeutsch sprechen oder eine Form von Hochdeutsch. Mit Vorarlberger Mundart-Einschlag. Ist man, wenn man mit Vorarlberger Mundart unterwegs ist, irgendwo in irgendeiner Form eingeschränkt, ja, was den internationalen Markt anbelangt? Leider. Also da haben die bayerisch-mundartstämmigen wie ein Gerhard Bold oder wie ein Dorfer oder ein Hader, die haben natürlich den großen Vorteil, dass sie ihre Mundart sprechen können und man versteht sie von Hamburg bis Berlin bis Zürich. Und bei uns, wenn ich Mundart rede, am Adelberg ist fertig, in Richtung Westen geht's halt, Richtung Schweiz. Andererseits, wenn man eine Form von Hochdeutsch spricht, die eben diesen Einschlag noch hat, das mögen die Leute sehr gern. Also das mögen auch die Deutschen sehr gern. Und in diese Richtung soll das ungefähr gehen. Es macht in diese Richtung auch etwas, muss man sagen, wenn man sich in Österreich bewegt, auch in Wien, Kärnten und so weiter, macht einem nicht ganz unsympathisch. Also ich finde immer witzig, wenn die Wiener sagen, ja, das klingt so lieb und für uns klingt doch unsere Mundart nicht lieb. Ich finde sie immer hart und knapp und kurz und für sie ist sie weich. Das ist ganz seltsam. Also es sind zwei verschiedene Ohren. Stefan, was war dein größter Erfolg aus deiner Sicht? Was war das größte Erlebnis? Was war die größte Show für dich? Das kann man nicht so sagen. Es ist nicht immer das, was jetzt am meisten Geld bringt, natürlich der größte Erfolg. Also der größte Erfolg für mich, das ist, dass den Sprung vom Kabarett auch ins Theaterfach geschafft zu haben. Weil das ist noch einmal das mache ich jetzt seit 6, 7 Jahren eben, dass meine Stücke auch in Deutschland an großen Bühnen laufen. Und dieser Sprung, das ist das, auf das ich am meisten stolz bin eigentlich. Stolz, weiß ich, bist du nicht nur auf deine Arbeit, die du leistest, sondern auch auf deine Familie. Ja, ich habe eine wunderbare Frau und zwei tolle Söhne. Einer ist 2 Jahre, einer ist gerade 2 Monate alt und die machen sehr viel Spaß. Sie sind, ja, sind sehr witzige Burschen und schauen wir, was herauskommt. Jeder Tag ist wirklich ein Abenteuer mit den beiden. Nimmt sich Stefan Vögel Zeit für die Kinder? Ich würde mal so sagen, es ist der Vorteil, den wir haben, ist, dass ich im Haus arbeite. Das heißt, ich bin eigentlich immer um die Kinder rum. Ich bin dann wieder weg, dann komme ich wieder, aber es ist nie so, dass ich jetzt wirklich wochenlang weg bin. Das ist ein großer Vorteil, glaube ich. Also diese Zeit habe ich, aber und dann reisen wir auch gern weg, weil als Autor hat man den riesen Vorteil, ich kann 1, 2 Monate ins Ausland gehen, dann nehme ich Frau und Kinder mit und schreibe halt vormittags und nachmittags, machen wir Urlaub. Bekommt das ältere Kind schon mit, wie erfolgreich der Papa unterwegs ist? Bis jetzt nicht, aber wir haben jetzt vor, nächste Woche soll er mal mit zu Vogelfrei kommen und sich das von hinten anschauen. Ich bin ganz gespannt, wie die Reaktion ist, also ob er mich überhaupt kennt oder ob es für ihn eine Rolle ist. Oder schauen wir, was der Theo macht. Eine Frage, die mir schon lange auf der Zunge brennt. Muss man ein Pausenclown in der Kindheit schon sein, damit man diesen Beruf dann ausführen kann? Also was ich glaube, man muss eine gute Beobachtungsgabe haben. Oder man muss sich überlegen, warum machen Leute etwas, warum tun sie das und wie tun sie es. Ich war in der Schule schon eine Art Pausenclown, aber je länger man das macht, umso weniger isst man das. Es ist dann nur witzig, dass die Leute glauben natürlich, dass man das isst. Und wenn man in eine Runde kommt, dann meinen sie, jetzt erzählt der Witze. Einen Witz nach dem anderen. Und das bin ich jetzt überhaupt nicht. Also ich bin eher
in Runden eher ruhig. Und das ist dann immer ein bisschen, sind sie, glaube ich, immer ein bisschen bestürzt, dass da nicht mehr kommt. Ist es vielleicht nicht auch so, dass ein Künstler in dieser Form irgendwo wie ein Harlekin ist, der doch verschiedene Seiten hat? Natürlich auch die traurige Seite zum Beispiel. Ja, die kommt natürlich in den Stücken, ist das drin. Es ist ja alles, was komisch ist. Also die wirklich komischen Sachen sind immer tragische und traurige Sachen. Nur eben durch die Komik kriegen sie dieses Ventil, dass sich das öffnet und dass man drüber lachen kann. Ich glaube schon, dass man diese beiden Seiten haben muss. Aber das heißt jetzt nicht, dass man selber entweder ein unglaublich witziger oder ein unglaublich trauriger Mensch sein muss. Es ist einfach das zu sehen und das handwerklich zu verarbeiten. Es ist ja auch viel Handwerk. Die Leute meinen immer nur, das Wichtige ist, wie dieser Autor ist. Aber das Wichtige, oder mindestens so wichtig, ist, das Handwerk zu lernen. Wie schreibe ich ein Theaterstück? Wie schreibe ich eine Szene? Und das hat das eine mit dem anderen jetzt natürlich überhaupt nichts zu tun. Woher holt sich Stefan Vögel die Kraft für die gesamten Aufgaben, die anstehen? Aus der Freude, aus der Lust. Also ich habe noch nicht einmal, muss ich jetzt sagen, jetzt muss ich die Kraft sammeln, um irgendwas zu machen. Es war immer so, dass ich entweder ein Angebot bekommen habe, wo ich sage, das wäre doch cool, das würde ich gern machen. Oder dass mir selber irgendwas in den Sinn gekommen ist, was ich jetzt unbedingt machen wollte. Aber so motivieren muss ich mich nie. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird, dass ich die Sachen auch noch zeitlich durchbringe. Das ist eigentlich das Schwierigere. Was steht jetzt an? Jetzt steht an, im Moment schreibe ich ein Theaterstück fertig gerade. Und dann ab Herbst spiele ich mit George Nussbaumer, mit dem Musiker, in einem Kabarett. Wir machen ein Zwei-Mann-Kabarett mit dem Titel Blindflug. Passt natürlich, wird sicherlich ein erfolgreicher Flug, bin ich überzeugt davon. Vorarlberg freut sich natürlich, wenn wieder etwas Neues von Stefan Vögel kommt. Und wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast warst. Übrigens nicht zum ersten Mal hier im Lokal. Nein, ich bin öfters hier. Wir haben unser Vorarlberger Volkstheaterbüro genau vis-à-vis und sind oft hier zu Besprechungen beim guten Glas Wein. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Bitte, ja. Nochmals Stefan Vögel. Ja, liebe Zuseher, das war's. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen sympathischen Künstler aus dem Ländle präsentieren. Schön, dass Sie mit dabei waren und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Ländle Talk im Café Bar Restaurant Hubers in Götzis.